super. Na? Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 5.12 Uhr. Wir sind geisteskrank. Wir akzeptieren kein Nein. Wir holen das Ding, geht's nach Hause. Maurice ist auch am Start. Mir fehlen die Worte. Ich habe glaube 3 Stunden geschlafen. Lass es gehen. Joker hat keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben jetzt hier eine der besten Airlines, die es im Moment gibt, ausgewählt. Ryanair, vielen, vielen Dank, dass ihr mich nach London fliegt. Ich meine, ihr müsst da mal reinziehen. Wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Wir fliegen mit Ryanair. Also, was man alles macht, ja, das ist Wahnsinn. Ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, das hier ist die Schlafqualität, die heute Nacht am Start war. 42%, 0.16 Uhr bis 3.45 Uhr geschlafen. Ich gebe es ja jetzt zu, jetzt wo es langsam hell ist und ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner ist. Wir sind nach London gefahren, um den Homeport nach Hause zu holen. Ja, den gibt es leider nicht in Deutschland. Man weiß nicht, wann er rauskommt, deswegen sind wir jetzt in London und werden das Ding hier ganz klammheimlich nach Hause bringen. Eine kleine Planänderung. Eigentlich wollten wir jetzt direkt zum Apple Store gehen, aber der macht erst um 10 Uhr auf. Deswegen haben wir gedacht, kleines Frühstück hier in Soho. Es gibt ganz leckere vegetarisches Frühstück mit Maurice. Ich habe Avocado auf Toast. Ich habe komplett vegetarisch Cappuccino, Ginger, Orange Juice. Hi guys, thank you. Bye. Wir haben jetzt die Zeit ein bisschen genutzt. Es hat natürlich, wie es in London üblich ist, erstmal geregnet. Es regnet immer noch ein bisschen. Und haben gefrühstückt und ein bisschen Joker Office hier gemacht. Und werden jetzt zum Apple Store gehen und die HomePods abholen. Auf dem Weg, die HomePods abzuholen, wurden wir gerade nochmal abgelenkt. Hier zu meiner Rechten. Aua! Ist das deiner oder was? Ja, habe ich kurz hier gefahren. Ich dachte, wir fahren nachher im Auto. Ich bin dabei. Fuck, Alter. Schon fett, ne? Wir gehen jetzt rein. Holen die Dinger ab.
Stunde. Wir sind jetzt hier auf der Apple-Kanzel. Wir haben die zwei Dinge eingesackt. Und jetzt halte ich hier nochmal kurz eine Rede an die Nation. Der HomePod kommt nach Deutschland. Joker macht's möglich. Der Jojo ist im Haus. Freunde. Das kann ich jetzt nicht bringen hier, aber... Ich verstehe dich auch gar nicht. Schau mal runter, wie viel gekommen sind, um den Jojo beim Abholen der HomePods zu begrüßen. Hier ist schon dicker Support in England. So, Leute, jetzt kommt es nochmal drauf an. Wir müssen den Stuff jetzt erstmal hier rauskriegen. Da müssen wir aufpassen, dass das Ding nicht abgerippt wird hier im Crazy London. Und dann müssen wir es noch safe ausführen aus Great Britain. Wir wissen nicht, was passiert. Das Ziel ist jetzt nochmal wirklich mit den Geräten herauszukommen. Vielleicht nochmal schnell reinzugucken, ob auch wirklich das drin ist, was drin sein soll. Und dann Richtung Flughafen. Let's go. Liebe Apple Store, es war meine Ehre. Hello. Free Wi-Fi? Yes, sir. Wir waren auf jeden Fall eben noch in Notting Hill. Perfekt. Und wir haben noch einige Besorgungen gemacht, einen Brief weggebracht, einen Adapter gekauft, damit ich mein MacBook hier noch chargen kann, weil das hier ist natürlich ein anderer Adapter, habe ich nicht bedacht. Und Notting Hill war eigentlich richtig schön, oder? Ja. Hat's dir gefallen? Ja, war super, ja. Auf jeden Fall muss man es mal gesehen haben. Ja, es war richtig schön da in seinem Café rumgesessen, bisschen rumgepostet. Für morgen ist ja Valentinstag, haben wir eine Kleinigkeit gekauft. Für der Lina habe ich ein kleines Geschenk gekauft. Hier gibt es übrigens Wi-Fi. Das heißt, wir können jetzt hier ein kleines Joker-Office aufmachen und haben jetzt eine Stunde, weil es fährt 47 Minuten, fährt der Zug zum Flughafen. Das heißt, wir machen jetzt 47 Minuten hier ein bisschen Laptop-Club mit dem Joker. Maurice ist gerade auf Toilette. Leute, langsam merkt man echt, 3,5 Stunden Schlaf. Ich bin so platt gerade. Alter Schwede. Sieht alles toll aus, Leute. Energie brauche ich. So, Freunde, wir brauchen jetzt für Ryanair, wo es immer nichts gibt, nochmal ein paar Riegel und sowas, nicht? Cheers, Leute. Cheers. Maurice. Ja, wir sind jetzt am Flughafen. Wir sind beide richtig fertig. Nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden sind wir jetzt rumgelaufen? 6? 7? Ja. Und haben jetzt noch was zu essen bestellt, warten jetzt auf unseren Flieger. Ja, ist schon krass. Wir werden die morgen auspacken. Wir machen ja morgen das Unboxing auf dem Joker-Kanal. Ich weiß noch nicht, ob das Video morgen Abend kommt, aber ich denke mal schon. Ist auf jeden Fall eine geile Aktion gewesen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie als das erste iPhone rauskam, habe ich noch in Hamburg gewohnt in einer WG und ein Freund von mir hat 3 iPhones aus den USA mitgebracht. Die waren halt alle gesperrt, das heißt man konnte die nicht verwenden in Deutschland und dann saß ich so am Rechner und die anderen 2 waren für Freunde von mir und die wollten die unbedingt nutzen und die so, ja mach das mal klar, dass wir die nutzen können und so weiter und dann habe ich im Internet recherchiert und habe nichts gefunden und dann nächsten Tag recherchiert und irgendwann habe ich so eine Anleitung gefunden, wo man so einen Code eingeben musste, ganz schnell. Und dann kam für irgendwie eine Sekunde die Möglichkeit, dass man WLAN anmachen konnte. Da musste man sein WLAN ohne Passwort quasi freischalten und dann konnte man dieses Telefon nutzen und freischalten. Und das ist jetzt so eine krasse Erinnerung, die irgendwie immer noch da ist. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit dieser Aktion, die beiden HomePods heute zu kaufen und hierher zu fliegen und einen Tag hier zu verbringen und ganz wenig zu schlafen und da erinnert man sich einfach irgendwie, glaube ich, in ein paar Jahren gerne dran.
dass Maurice und ich hierher geballert sind. Völlig fertig, Maurice halb krank und trotzdem hergekommen, durchgezogen. Ich wusste gar nicht, dass er irgendwie kränklich ist und hat er nichts gesagt, ist trotzdem gekommen. Finde ich der Respekt, mein Lieber, dass du gekommen bist und mich nicht alleine hier hast fahren lassen. Auf jeden Fall, ich freue mich mega darauf, das Teil zu testen mit euch und bedanke mich schon mal fürs Feedback. Wir werden jetzt was Schönes essen und uns dann auf dem Weg nach Berlin machen. Ja gut, musste ich die Apple Watch abnehmen, konnte ich damit nicht einchecken. Ja gut, warum hat man sie? Alles klar? Yeah. Ja, so Freunde, jetzt geht's nach Berlin. Ich bin schon richtig fertig. Ich werde schön jetzt eine Stunde mit meinem HomePod schlafen. Ach, wird das herrlich, sage ich euch. Wir sind in Berlin angekommen. Ich habe versucht zu schlafen. Maurice hat schon für morgen vorgearbeitet, habe ich gesehen. Ein bisschen. Ja, jetzt geht's ab in die Falle. Maurice, du nimmst den HomePod mit. Soll ich den morgen wieder mit, ja, oder? Ja, weil sonst muss ich jetzt hier zwei ballern. Ja, mach ich. Aber nicht vergessen, nicht verschenken, nicht verkaufen. Ich pack den aus und pack Alexa rein. Mein Lieber, alles Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen, ne? Gerne. Bis dann, tschüss. Achso, 9 Uhr, ne? 9 Uhr, ja. Perfekt. 9 Uhr geht's morgen wieder los. Jetzt mal schnell nach Hause. Guck mal hier. Was? Könnte das nur sein? Lass mir nicht so feste. Nimm's mal ganz vorsichtig in die Hand. Ja. Mal, nee, guck mal. Pass mal. Wie möchtest du es nennen? Es gibt nämlich zwei. Das sind nicht eineiige, weil der eine ist weiß und der andere ist grau, dunkelgrau. Und du darfst dir einen Namen überlegen. Wie möchtest du unser Kind nennen? Emilio. Das passt nicht. Kann man sagen, Jeppe? Nein. Jeppe? Jeppe. Emilio oder Jeppe, vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, was, ob ihr vielleicht die Idee habt, wie der HomePod jetzt tatsächlich heißen soll. Das ist jetzt... Hallo? Hallo, da steht doch mein Name drauf. Schatz, das ist Müll. Das ist kein Müll. Hier, Jojo. Also schreibt mir in die Kommentare, wie der HomePod heißen soll. Ich bin jetzt zu Hause, schneide jetzt noch einen Vlog für euch, 3 Stunden schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr. Ciao!